Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Escape Dead Island. Ja, vor der Aufnahme habe ich ihm einfach mal ein schönes Gesichtspainting verpasst. Und der Skin der Axt hat sich verändert, nennt sich Voodoo. Das könnt ihr unter den Optionen einschalten. Ich dachte, das könnte man mal machen, habe ich die ganzen Folgen nicht gemacht, weil ich das Original des Spiels erhalten wollte. Aber ich finde, es ist an der Zeit, Cliff mal ein wenig optisch zu verändern. Ja, so viel dazu. Ja, jetzt in der letzten Folge hatten wir ja zwei Bewohner ausgeschaltet und wir haben gerade mitbekommen oder hören es gerade, dass hier weitere Bewohner sind. Ich freue mich total. So, wir können dadurch und hier hoch wahrscheinlich, ne? Ja. Ist jetzt die Frage, wo wir zuerst hingehen. Vielleicht erstmal durch den Lüftungsschacht. Um auf jeden Fall sicher zu den Bewohnern zu kommen. Weil das fände ich ja so cool. So. Mal schauen. Ja, da höre ich sie schon. Auf jeden Fall einer. Würde aber eher sagen zwei. Da oben ist ein Spucker. Ich habe nur noch zwei Schuss auf der Pistole. Und da ist ein Bewohner. Hier kommst du nicht rein, oder? Oder? Nö. Haha. Ist das jetzt die Schrotflinte oder ist das die... das Maschinengewehr? Ja, ich kann nur auf die Schrotflinte. Na gut. Daneben so. Und er kommt hier nicht rein. Cool. Na gut. Ein bisschen unfaire Taktik. Aber ist mir gerade ziemlich egal. Manometer, da steckt echt viele Schüsse weg. So. Und tschüss. Okay. Das war da oben noch der Spucker. Und zwar dort. Na, willst du nicht? Na gut. Aber ich höre hier noch einen. Das war nicht nur einer. Toll. Aber der ist dahinter. Können wir den hier durch erschießen? Wie cool. Okay. Den haben wir jetzt auch erledigt. Super. Oh, hier ist noch Munition. Hallo. Gib mir... Hä? Aua. So. Ja? Das Maschinengewehr ist ziemlich gut. Alter, gib mir doch die Muni. Dankeschön. Nochmal nachladen. Jo. Also wenn das Spiel das zulässt, dass man so handelt, dann habe ich da nichts gegen. Aber war hier jetzt noch einer? Ich weiß das nicht. So. Kommen wir da überhaupt hin? Ich glaube nicht, oder? Würde mal behaupten, nein. Was macht denn dieser Schalter? Hä? Chuka Chuka?
Tja, keine Ahnung. Jetzt ist er wieder aus. Muss ich das verstehen? Nein. Wo geht's denn hier hin? Oh, es wird wieder dunkel. Mando! Hallo! Upsala, speichert! Wo geht's denn hier hin? Okay. Okay. Oh nö. Ernsthaft? Ich würde sagen, es ist Zeit für das Maschinengewehr. Oh, oh, oh. Ist noch irgendwo ein Kreischer. Hallo? So. Ruhe im Karton. Oh, keine Munition mehr. Oh, mir geht langsam die Muni aus. Ein wenig. Und da ist noch einer. Wie soll's auch anders sein? Hallo? Das sind normale. Stirb! So. Dankeschön. Sehr freundlich. So, kann ich jetzt mal gucken wegen Fotos? Außer Reichweite, da war gerade irgendwas. Ach, machen wir gleich. Wir gehen erstmal zu dem Lock hier. Von Ronald Crown. HKEA is far too dangerous to unveil in any public setting. Any further testing is out of the question. It would seem, as with all great discoveries, that one hand giveth and the other hand taketh away. In brief, we saw the substance at work on a tissue sample. It completely rewired the stem cells and began to grow in a cancerous, ravenous manner. We need to be very careful from here on out. Sie hat die Stammzellen völlig neu verbunden und begonnen, auf krebsartige, gefräßige Weise zu wachsen. Von hier an müssen wir sehr vorsichtig sein. Das würde ich auch mal behaupten. So, und jetzt gucken wir uns hier mal um. Was haben wir hier? Munition. Hier konnten wir ein Foto machen. Fancy research stuff. Probably another piece in the puzzle. Or not. Schickes Forschungsmaterial. Vielleicht noch ein Teil in dem Puzzle. Oder auch nicht. Ja. Ganz seiner Meinung. Sonst ist hier nix, oder? Doch. Ventil. Ach so. Ja. Okay. Mal wieder etwas vorsichtiger vorgehen. So, da geht's nicht lang, aber hier geht's lang. Da ist eine Tür. Oh.
Munition, 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 Munition. Kriegen wir noch keine Maschinenpistolen-Munition? Das ist doof. Mal eben durchladen. So wirklich viel Munition haben wir nicht. Aber gut. Hier geht's runter. Ist es das, wo wir schon mal waren? Ich guck mal kurz. Weil ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Aber das sieht mir ganz danach aus. Nur mal kurz schauen. Nicht, dass wir was übersehen. Weil das wäre ja blöd. Ja, okay. Das ist der Weg, durch den wir gekommen sind. Okay. Aber sind wir nicht hiernach auch wieder durch den Lüftungsschacht gegangen? Ich meine ja. Von hier sind wir jetzt eben gekommen. Mal schauen. La 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 la. Ja. Stimmt, hier konnten wir noch durch. Richtig. Na, komm, wieder Bewohner. Bestimmt, oder? Auf jeden Fall schon mal Zombies. Aber das hat sich nicht angehört wie ein Bewohner. Was haben wir da? Ach, da oben ist der Spucker. Ja. Das war sehr schlau. Total schlau. Keine Munition mehr. So. Ach, da hinten kommen ja noch mehr. So, mach das jetzt. Bitte. I hope so. Gut, ich hätte auch... Nee, sind hier irgendwelche... Da, Explosionsfässer. Hätte ich auch nutzen können, aber... Naja. So, und ein weiteres Lock. HKEA is even more incredible than we thought. But it must be kept away from prying eyes. Emery was here yesterday. With a group of his associates. I brought the boy up well. But it seems he's found his way into a crowd of wealth seekers that... frankly make me uncomfortable. Ich habe den Jungen gut großgezogen, aber wie es scheint, hat er seinen Weg in eine Menge aus Raffhelsigen geschafft. Okay. Die mir ehrlich gesagt Unbehagen bereiten. Okay. Lesen kann ich auch nicht. Aber gut. Oh, da ist ja noch was. Das hätte ich gern. Schrotflintenmunition! Die war nämlich gerade schon wieder leer. ...34 Schuss. Na, immerhin. Hier kommen wir nicht durch. Hier ist nochmal so ein Explosionsfass. Dort auch. Links oder rechts? Rechts. Es
wird schon wie da. Danke. Da geht's runter. Und wo geht's da lang? Mal eben kurz schauen, was der sinnvollere Weg wäre. Der Weg ist länger. Ich würde sagen, wir gehen erstmal runter. Vielleicht. Ob das Sinn macht, keine Ahnung. Aber wir werden es sehen. Das ist ein Spucker. Ah, da ist nur eine Tür, okay. Na gut. Ah, die sind hier hinter. Okay. Das war die bessere Wahl auf jeden Fall. Munition! Das ist immer gut. Und was macht dieser Schalter da? Haha! Ein bisschen gemein, oder? Geschieht dir recht. So. Ich glaube, sonst ist hier nichts. Wir gucken nochmal, ob wir ein Foto machen können. Aber ich denke nicht. Nein. Gut, dann gehen wir jetzt den langen Weg. So. Was macht das? Schon wieder so ein Generator. Aber was macht der? Keine Ahnung. Munition! Und der geht immer wieder aus. Ach, hier waren wir doch schon. Oder nicht? Oder sieht hier alles gleich aus? Ja, ist ja komisch. Da ist auch noch was, aber wie kommen wir da hin? Geht immer wieder aus. Warum? Jetzt kommen hier auch noch Rätsel, oder was? Damit mache ich nur hier den Strom aus, aber wie komme ich denn da hin? Keine Ahnung. Ich glaube, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Weil da waren wir doch schon. Hä? Wir kommen hier auch nirgendwo runter. So, wir können das Ding anmachen, aber es geht wieder aus. Habe ich irgendwas? Ah. Oder waren wir hier schon? Ich bin verwirrt. Ich bin absolut verwirrt. Nee, hier waren wir noch nicht. Und ein weiteres Lock. Mr. Parrister has done it. Never in my life have I seen such incredible potential in the discovery. There is a way. Ja, hahaha. Hast du dir so gedacht, Kollege? Ah.
Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nein, nein. Ich will hier nicht abkratzen. So. Manometer. So, jetzt gucken wir uns das Log nochmal genauer an. Wenn wir jetzt Ruhe haben. Das wäre natürlich cool. Ah, können wir nicht. Scheiße. Ja, okay. Kann ja mal kurz gucken. Sammlerstöcke. Können wir uns hier nochmal anschauen irgendwo? Nö. Mr. Barrister has done it. Never in my life have I seen such incredible potential in the discovery. There is a way, I can't believe I'm saying this, to artificially create proteins in the body. His invention, which we've termed the Hewitt-Kahn Enzyme Accelerator, or HKEA, is going to change the world. Ich kann kaum glauben, dass ich das sage, Proteine künstlich im Körper herzustellen. Seine Erfindung, die wir den Hewitt-Kahn-Enzyme oder auch HKIA genannt haben, wird die Welt verändern. Ja, das heißt so. So. Hallo? Oh. Foto? Ist da jemand? Hm, nein. Ah. Nichts aufmachen. Können wir das auch machen? Oh, ist schon auf. Ach Mann. So. Und nun, Damen und Herren? Wo soll ich jetzt hin? Tja. Habe ich hier irgendwo einen Schalter übersehen? Hier komme ich nicht durch. Hier ist nichts. Nö. Ist hier irgendwo ein Schalter? Nein. Gut. Und nun? Hm. Tja, jetzt waren wir da. Kommen wir hier durch? Nö. Ja. Hm. Ich weiß nicht weiter. War die Tür... Achso. Ja. Da waren wir schon. Hat sich hier irgendwas geöffnet? Nee. Tja. Ja? Ich würde sagen, bevor ich hier noch weiter länger herumirre, machen wir weiter in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal und tschüss!